Herzlich willkommen an der Grabkapelle auf dem Württemberg, dem Grabmal Katharina von Württemberg, der mit 30 Jahren gestorbenen, heute noch beliebten Königin des Landes. Hinter mir sehen Sie ein klassizistisches Grabdenkmal. Und das ist gar nicht so selbstverständlich. Denn 1820, als König Wilhelm sich entscheiden musste, das Bauwerk entwickeln zu lassen, mit dem er seine verstorbene Gattin ehren wollte, dachte man eigentlich eher bei Grabmälern schon in historistischen Kategorien. Da war die Gotik angesagt, Türme, es war ja schließlich ein christliches Grabdenkmal. Aber dann kam Giovanni Salucci, der königliche Hofbaumeister, und überzeugte den König mit diesem Entwurf. Im Hintergrund des Entwurfs von Salucci stand die Villa Rotonda bei Piacenza von Palladio. Wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie einen kreisrunden Entwurf, in den aber ein griechisches gleichschenkliches Kreuz eingeschrieben ist. Ein klassizistisches Grabdenkmal um 1820. Eigenständig wie der Ort, auf dem es steht, denn hier stand bis 1890 die Stammburg der Württemberger, dem das Land seinen Namen verdankt. . 1820 wurde der Grundstein gelegt. 1824 war das Gebäude fertig und Königin Katharina kam aus ihrer provisorischen Grablege hier hoch auf den Berg. Was bis heute fasziniert, ist die Qualität der Bauausführung. Wenn wir uns den Sandstein, der aus heimischen Steinbrüchen hier in der Gegend stammt, einmal genau anschauen, dann sehen wir, wie sorgfältig diese Quader behandelt sind und wie eng, mit wie wenig Abstand sie aufeinander gesetzt sind, an einigen Stellen nahezu fugenlos. Gleichzeitig ist das Gebäude aber auch ein ausgesprochen innovatives Monument, denn Salucci gehörte zu den frühen Pionieren der Verwendung von Gusseisen am Bau. Wir werden nachher sehen, dass die Kuppel, die dem ganzen Licht gibt, nicht aus Holz, wie ursprünglich geplant, sondern aus Gusseisen gemacht wurde, ebenso wie die Türen. Und das Tollste, eine fast schwäbische Geschichte, Salucci brachte es fertig, an anderen Stellen so viel Baukosten einzusparen, dass er sich trotz seines sparsamen Bauherren noch leisten konnte, die gusseisernen Elemente auszuführen. Mit dem Herrschergeschlecht der Württemberger hat es eine Besonderheit. Im Unterschied zu den meisten übernahmen sie nicht den Namen der Burg, von der aus sie ihre Herrschaft ausbreiteten, sondern gaben ihr dynastischen Namen erst der Burg als Namen und dann dem ganzen Land. Die Württemberg, die an dieser Stelle lag, gab es schon im 11. Jahrhundert. Sie wurde zweimal zerstört, immer wieder aufgebaut, war um 1819 schon recht verfallen, aber immer noch intakt. Angeblich fühlte sich Katharina hier oben immer sehr wohl, weil aus dem Palas hatte Friedrich I., der erste württembergische König, ein Belvedere, einen Aussichtspunkt, entstehen lassen, wo er immer seine Geburtstage feierte. Vermutlich hatte König Wilhelm noch in Erinnerung, wie wohl sich seine Gattin hier an diesem Ort fühlte, aber so viel denkmalpflegerische Verantwortung hatte man auch schon im frühen 19. Jahrhundert. Bevor man die Burg abbaute, ließ man sie nochmal zeichnerisch inventarisieren und vermessen und man hat auch den Türsturz über die Kapelle, wo eine Weiheinschrift von 1038 drin ist, gerettet und die ist heute noch hier in der Grabkapelle in Kopie zu sehen. Hinter mir sehen Sie die Ikonostase. Ein für unsere katholisch und evangelisch geprägten Augen ungewohnter Anblick. Aber wir sind hier in einer orthodoxen Kirche, denn Katharina war als Zarentochter natürlich im russisch-orthodoxen Glauben erzogen, den sie auch praktizierte. Und die Ikonen, die Sie hinter mir sehen, stammen vermutlich alle von ihr. Sie brachte sie aus Russland mit, als sie 1814 und dann 1816 endgültig hierher nach Mitteleuropa und nach Württemberg kam. Die Ikonostase, die Ikonenwand, trennt das Allerheiligste
in einer orthodoxen Kirche vom Raum der Gemeinde. Durch die Tür, durch die Königstür, darf nur der Priester gehen. Die Gemeinde bleibt vorne dran. Und die Bildverteilung und die Bildanordnung, sowohl wie die Motivik, sind in jeder orthodoxen Kirche gleich. Königin Katharina regierte und lebte an der Seite ihres Mannes nur 3 Jahre in Württemberg, bevor sie starb. Aber in dieser kurzen Zeit erreichte sie so viel, initiierte so viel und regte so viel an, dass die Wirkungen bis heute zu spüren sind. Es hatte sich ein junges Powerpaar getroffen. 1815 war in Indonesien der Vulkan Tambora in die Luft geflogen. Eine riesige Aschenwolke ging in die Atmosphäre, die so dicht war, dass sie auf der ganzen Erde zu massiven Missernten führen. Und das junge Königspaar war kaum auf den Thron, schon im Krisenmodus. Und sie nahmen diese Aufgabe beherzt an. Königin Katharina brachte es zusammen, alle Wohltätigkeitsvereine im Land unter einer Führung zu vereinigen. Sie schuf Arbeitshäuser, in dem arbeitslose Männer wieder Arbeit fanden, und zwar als Hilfe zur Selbsthilfe, dass sie sich selber in Zukunft besser ernähren können. Sie schuf die erste höhere Bildungseinrichtung für Mädchen. Sie war beteiligt an der Gründung der württembergischen Sparkasse. Und vor allem hegte sie gemeinsam mit ihrem Mann eine große Leidenschaft, die Landwirtschaft. Das vorherrschende Gewerbe, wo jetzt die Aufgabe war, es so zu verbessern, dass die Württemberger besser leben konnten von der Landwirtschaft und auch alle Landeskinder satt wurden. Das landwirtschaftliche Hauptfest, aus dem der Cannstatter Wasen hervorging, wurde damals gegründet. Als Katharina hier hochgebracht wurde, spannte man die Pferde morgens um 2 Uhr an, sodass man mehr oder minder mit dem Sonnenaufgang hier oben war. Und als König Wilhelm 40 Jahre später, 1864, starb, befahl er in seinem letzten Willen, dass auch er so auf die Grabkapelle gebracht werden sollte, dass gerade die Sonne aufgeht. Ein einziger Kanonenschuss sollte die Ankunft verkünden und sonst sei Stille zu halten. Und so liegen sie jetzt seit 1864 in ihrem gemeinsamen Sarg, der allerdings schon 1824 hierhin gebracht wurde, weil Katharina ihrem Mann ja so viele Jahre vorausging. Der Sarkophag oder der Sarg, um genau zu sein, ist wirklich einer Königin würdig. Feinster Carrara-Marmor, entworfen von Zalucci, dem Architekten, und von Isopi, dem königlichen Hofbildhauer. Gefertigt allerdings von einem Florentiner Bildhauer. Er kam dann 1824 aus Italien und wurde hier hergebracht. Wir sehen den Adler, den Vogel der Herrschaft, gemeinsam neben der Eule, dem Vogel der Trauer und des Erinnerns. Eigentlich müsste hier noch ein weiterer Sarg stehen, denn König Wilhelm hat in seinem Testament festgehalten, dass die beiden Töchter aus der Ehe mit Katharina hier neben ihm und seiner Frau beerdigt werden sollten. Aber wir finden nur einen Sarg, die Marie von Württemberg, die 1887 starb und mit dem Grafen Neiberg verheiratet war. Die zweite Tochter, die 10 Jahre früher starb, hat in die Niederlande geheiratet und war die Königin der Niederlande, und sie musste natürlich auch dort beerdigt werden. Am Fuße des ehemaligen Burgbergs wird das Ensemble-Grabkapelle durch 2 weitere Gebäude vervollständigt. Beide Gebäude wurden auch von Zalucci gebaut. Sie waren auch notwendig, um die Funktionalität aufrechtzuerhalten. Denn Königin Katharina war eine russische Zarentochter. Sie war nach dem orthodoxen Ritus beerdigt.
Und deshalb brauchte es einen Priester. Und zum orthodoxen Ritus gehörten auch immer Sänger. Und die mussten ja irgendwo wohnen. Und der Architekt Zalucci stand vor der Aufgabe, dass er die Grabkapelle selbst solitär auf der Bergspitze errichten wollte. Gleichzeitig brauchte er aber die Funktionsgebäude für die Priester und die Psalmisten, also die Sänger. Er löste das Problem, dass er sie relativ weit abgesetzt von der Grabkapelle einrichtete, aber trotzdem die Ensemblewirkung beibehielt. Wann immer man auf den Berg hochkommt, man sieht zuerst das Priesterhaus und dann die oben auf dem Berg thronende Kapelle selbst. Zudem versuchte er, so opulent wie er arbeitete an der Kapelle, so zurückhaltend in der Formsprache bei den beiden anderen Gebäuden zu sein, um den Unterschied möglichst deutlich werden zu lassen. Aber was ganz wichtig ist und was heute wieder einigermaßen nachvollziehbar wird, er wollte den nackten Berg. Er wollte nicht durch hohen Bewuchs den Blick von der Kapelle abgelenkt wissen. Heute ist die Grabkapelle ein beliebtes Ausflugsziel. Und wir nutzen das historische Priesterhaus als Besucherzentrum, dass unsere 50.000 Besucher, die wir jedes Jahr haben, sich auch wirklich wohlfühlen. Und die vielen Ausflügler, die nur der Aussicht wegen herkommen, auch. Natürlich machen wir das so, dass die Denkmalsubstanz nicht gefährdet wird. Wir arbeiten immer sehr vorsichtig mit den historischen Gebäuden, weil wir wollen ja nicht das zerstören, was wir den Menschen zeigen wollen. Das Psalmistenhaus wurde als letztes der drei Gebäude frisch wiederhergerichtet, denkmalgerecht, wie es sich gehört. Und im Psalmistenhaus verbirgt sich unser neuestes Angebot für unsere Besucher. Ein Kiosk, aber ein ganz besonderer, eine faszinierende Haus-in-Haus-Konstruktion, sodass wir die Einrichtung machen konnten, ohne an die Substanz zu müssen. Es sind die ehemaligen Remisen, Kabuffs, die nicht mal einen richtigen Boden hatten. Und ab jetzt werden wir unsere Besucher und unsere Gäste verwöhnen können.